Bevor dieses Video startet, noch ein kleiner Hinweis. Kurs4U war dieses Jahr als Medienpartner beim Tuber Camp 2017 mit dabei. Das Tuber Camp fand dieses Jahr zum ersten Mal statt im Rahmen der U-Messe und im Rahmen des XXL Tuber Days. Im Unterschied dazu, dass der Tuber Day eher für Fans da ist und YouTuber, ist das Tuber Camp eher da, um sich unter Creatern auszutauschen. Also falls du einen YouTube-Kanal hast, bist du da eigentlich genau richtig aufgehoben oder eben auch als Blogger oder eben auch als sonstiger Influencer auf Instagram oder anderen Plattformen. Das Ganze fand, wie gesagt, dieses Jahr zum ersten Mal statt. Auf unserem Kanal hier wird es nur zwei Videos davon geben. Einmal dieses hier mit meinem Vortrag auf dem Camp und dann ein Interview mit Kevin von Reach Hero, einer Influencer-Plattform, wo sich Werbepartner und Influencer eben austauschen können und finden können. Und alle anderen Videos gibt es bei uns auf der Website unter tubercamp2017.kursofu.com oder eben auf dem offiziellen YouTube-Kanal vom Tubercamp. Es laufen auch schon Gespräche für nächstes Jahr, also eventuell wird es das Ganze nächstes Jahr wieder geben und wir als Kurs4U, wir werden uns auch überlegen, ob wir da wieder hingehen. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr auch in den Kommentaren schreibt, ob euch das gefällt oder nicht und wir gucken dann einfach mal, ob wir da nächstes Jahr auch wieder von berichten. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, kleiner Hinweis noch zu dem Vortrag. Der Vortrag orientiert sich natürlich an Content Creator, also wir haben jetzt hier keinen IT-technischen Tiefgang gemacht und jedes Bit einzeln analysiert, sondern es geht wirklich darum, kurz und knackig Content-Creatern zu zeigen, wie kann ich mich sichern vor Angriffen, wie kann ich meinen PC, meine Systeme schützen und kann so natürlich dann auch im Endeffekt einen Umsatzausfall vermeiden. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurs4U Tech. So, nochmal schönen guten Abend von meiner Seite. Ich halte das Ganze jetzt mal sehr kurz, weil es ist warm und wir wollen alle nach Hause und vielleicht noch ein Bierchen trinken, wer weiß. Allerdings habe ich auch ein Thema mitgebracht, das für euch vielleicht eventuell relevant sein könnte. Ich werde jetzt mir mal ersparen, nachzufragen, wer ist schon betroffen gewesen von Viren, von Hackerattacken. Ich hoffe mal noch keiner. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Steffen Kolb, ich bin der Projektleiter von Kurs4U. Heute geht es mal bei mir um Viren, um Gronkh und Pornos und um die dunkle Seite des Internets. Wer sind wir eigentlich? Wir sind Kurs4U, wir machen ein bisschen Webvideo, wir machen aber auch so ein bisschen Berichterstattung für Unternehmen und machen eben auch IT-Security und Cloud-Services. Wir sind 15 Redakteure, hier seht ihr mal das Hauptteam, 4 Leute und sind über ganz Deutschland verteilt und engagieren uns eben für diverse Projekte, eben auch für das Supercamp dieses Jahr. Das sind mal so ein paar Referenzen, damit ihr seht, was wir machen. Deswegen, wir sind jetzt keine klassischen YouTuber, aber wir sind halt immer mal bei ein paar Produktionen mit dabei und liefern da eben Content. Ja, ist IT-Security für mich eigentlich relevant? Fragen sich vielleicht welche. Was soll der Quatsch? Was ist das hier eigentlich auf dem Tuber Day? Und ich sage, ja, es ist relevant, wenn man sich das Ganze mal anguckt, erst letztes Jahr gewesen, Gronkhs Account wurde gehackt auf Xing zum Beispiel und das Ganze wurde übernommen. Oder wir gucken mal weiter zu den Jungs von PietSmiet, die hat es auch erwischt und jede Menge Unternehmen und leider auch Privatleute hat es erwischt, die wurden verschlüsselt. Ja, was sind die Folgen? Hier haben wir einmal natürlich, ihr seid alle mittlerweile auch Business-Leute, ihr verdient teilweise damit Geld, die einen mehr, die anderen weniger. Ihr habt natürlich Einbußen bei eurem Umsatz, ihr habt natürlich auch einen gewissen Vertrauensverlust gegenüber euren Partnern, gegenüber euren Kunden und natürlich, Zuschauer kriegen das natürlich auch mit, wenn auf einmal keine Videos kommen oder wenn einfach irgendwie komischer Scheiß auf dem Kanal geteilt wird. Womöglich auch noch mit Viren verseucht, das ist ein Riesenproblem und letztendlich natürlich auch die rechtliche Komponente, weil ihr seid auch dafür verantwortlich, was ihr ins Netz stellt. Egal, ob das jetzt auf eurem Blog ist oder eben auf Twitter, auf Facebook oder eben auch auf YouTube. Und da hat es eben auch etwas größere YouTuber erwischt, also auch teilweise Tech-Kanäle, was wir ja auch sind, die dann einfach mal übernommen wurden und da wurde dann halt Quatsch hochgeladen oder einfach mal die Beschreibung getauscht und da irgendwelche verseuchten Links hineingestellt. Und letztendlich natürlich auch der Missbrauch von Werbemitteln. Alle von euch nutzen bestimmt Google AdSense,
spätestens über YouTube, vielleicht auch in eurem Blog. Und da habt ihr natürlich auch eine gewisse Verantwortung, weil so ein Account ist schnell gesperrt. Und wenn das Ganze missbraucht wird, es gibt Viren, die zum Beispiel auf Werbebanner klicken, wäre schlecht natürlich. Kommen wir gleich mal zu den Ursachen und Maßnahmen. Was ist denn im Fall Gronkh, PietSmiet etc. pp. Schiefgelaufen oder was können die besser machen? Punkt 1 ist der zentrale Google-Account. Das ist die Anlaufstelle für euer ganzes Leben, sag ich mal, auf YouTube. Das muss abgesichert werden. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach mal die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, die Mails beobachtet, die kommen. Es wird ja immer gemeldet, wenn euer Account irgendwo eingeloggt wurde, kann das denn überhaupt sein? Wenn ich gestern in Berlin bin und dann 3 Stunden später in Helsinki mich einlogge, da kann ja irgendwas nicht passen. Deswegen, da sollte man ein bisschen Auge drauf werfen. E-Mail-Adresse sollte natürlich passen, da kann man so eine Backup-E-Mail-Adresse einrichten. Alles ganz nützliche Geschichten würde ich auf jeden Fall empfehlen und auch natürlich die Telefonnummer sollte passen. Dann muss ich ein bisschen darauf achten, Drittanbieter-Websites möchten gerne, dass du dich über Google Plus oder über Google einloggst. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Bei dubiosen Websites lieber mal nicht den Google-Account verknüpfen, auch wenn das immer sehr bequem ist. Ich muss kein neues Passwort mir ausdenken. Geh da lieber mal ein bisschen zurück. Weniger ist da mehr in Sachen Sicherheit und passt da ein bisschen auf. Und was in letzter Zeit auch zugenommen hat, sind Phishing-Attacken eben auf Google-Konten, das heißt, das sind gefakte Mails, die aussehen wie von Google, da mal drauf achten, ist es denn wirklich Google, auch mal oben in die Adressleiste gucken, ist es denn wirklich eine Google-Domain oder will mich da jemand gerade reinlegen und möchte einfach meine Account-Daten abfischen. Dann natürlich das Allerwichtigste, Passwort-Security. Wie gehe ich daran? Passwörter sind nervig, das weiß ich, aber es ist halt nicht, es ist dienlich für die Sicherheit und man kommt nicht drum rum. Wie es nicht laufen sollte, zeigt ein Beispiel von einem LinkedIn-Hack. LinkedIn ist so ein Business-Network und da sieht man mal so die Top-Passwörter, die da eingesetzt wurden. Auf Platz 1 die Zahlen 1 bis 6. Man kann sich ausdenken, dass das jetzt nicht gerade ein sehr zuverlässiges Passwort ist. Und wenn man runterguckt, das wird nicht besser. Deswegen sage ich, what the fuck, was soll das eigentlich? Ein sicheres Passwort sieht so aus oder man kann so ein sicheres Passwort sich so erstellen. Einen Satz, den man sich merkt und immer dann den Vornamen, den ersten Buchstaben vom Wort nimmt. So kann man sich das leicht merken und man hat ein sicheres Passwort. Und man kann natürlich auch zum Beispiel das Und gegen das Und-Zeichen ersetzen oder ich mit 1, dann wird das Ganze noch sicherer. Man sagt eigentlich, so ein sicheres Passwort besteht aus keinem richtigen Namen, also nichts aus dem Wörterbuch, weil das sind Angriffe, die können relativ schnell gefahren werden und das geht ruckzuck, dann ist euer Konto geknackt. Die Rechenleistung wird immer besser und solche Attacken, die werden oft in der Cloud gefahren, da kann ich beliebig hoch meine Ressourcen skalieren, alles kein Problem. Deswegen immer ein Passwort nehmen ohne einen richtigen Namen, mindestens 8 Zeichen, Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung, damit seid ihr safe. Regelmäßig ändern, ich gebe zu, das macht keine Sau, das ist einfach so. Und am besten auch nicht aufschreiben, also irgendwie auf dem Bildschirm kleben, das sieht man mal recht gern. Ich mache auch Anwendertraining irgendwo in Firmen, da klebt dann unter der Tastatur irgendwo das Passwort für die SAP-Anwendung. Ganz schlechte Idee. Was dazu natürlich ganz hilft, ist ein Passwortmanager. Da gibt es kostenlose Möglichkeiten. Ich werde heute auch davor Abstand nehmen, irgendwelche Marken zu nennen. Es gibt kostenlose Passwortmanager. Wer sich dafür interessiert, guckt mal auf unsere Website. Wir haben da ein paar vorgestellt. Also ist auch alles nicht kommerziell. Weiteres Problem ist Free Wi-Fi. Schön, hier haben wir es ja auch. Jeder loggt sich ein, jeder twittert darüber, ist alles schön und gut. Problem ist an der Geschichte allerdings, wenn das Wi-Fi etwas schlecht ist, also nicht, sag ich mal, dem neuesten Standard entspricht, kann man Datenpakete abfischen in diesem Netzwerk. Jeder sieht jeden in diesem Netz, das hat so gewisse Vorteile. Man kennt es von den LAN-Partys, die Älteren werden sich erinnern von früher. Aber es hat auch Nachteile, nämlich für Leute, die dann angegriffen werden. Wie kann man sich schützen? Es gibt VPN-Software, die eine ist kostenlos, die andere nicht, muss man halt mal gucken. Da wird der Datenverkehr dann verschlüsselt und ein Angreifer, der im Café sitzt, der hat keine Möglichkeit, meine Account-Daten abzufischen. Das ist ein nettes Gimmick, sag ich mal, oder nette Geschichte auf Events, sag ich mal. Mit IT-Security macht man das immer ganz gern. Man setzt einen WLAN-Hotspot auf und guckt mal, wer sich da so alles anmeldet. Und man wird relativ schnell sehen, dass da eben Account-Daten auch mit dabei sein. SSL-Verschlüsselung, also man sollte da wirklich einen VPN-Dienst einsetzen. Gerade im Ausland ist es auch ganz interessant. Also VPN auf jeden Fall sinnvolle Geschichte. Kommen wir zum nächsten riesigen Problem. Das ist
Sicherheitslücken in Software, sogenannte Exploits. Ein Exploit, wie gesagt, eine Sicherheitslücke, die ausgenutzt wird, um Schadsoftware auf den Rechner zu bringen, um zum Beispiel eure Accountdaten zu stehlen, um auf irgendwelche Werbebanner zu klicken, um damit Kohle zu machen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die muss man einfach mal loswerden. Also mein größtes Problem ist der Adobe Flash Player. Adobe Flash war vor einigen Jahren immer so ein bisschen da, um Werbung anzuzeigen, um Videos abzuspielen. Ist mittlerweile aber nicht mehr notwendig, denn Apple hat vor einigen Jahren Flash gekillt. Apple hat gesagt, wir unterstützen auf unseren Endgeräten kein Flash mehr und mittlerweile haben alle Anbieter im Web nachgezogen. Ich höre oftmals das Argument, ja, aber wenn ich Flash deinstalliere, kann ich doch keine YouTube-Videos mehr angucken oder keine Videos. Ich übersetze das Ganze mal. Wenn ich Flash deinstalliere, dann meinen die, dann kann ich keine Pornos mehr angucken. Glaubt mir, ich teste das regelmäßig, das funktioniert. Auch ohne Flash funktionieren alle Videos im Web ohne Probleme. Nächstes Problem, Adobe Reader. Adobe Reader benutzt man für PDF-Dateien. Schmeißt ihn runter. Nutzt irgendeinen PDF-Reader, egal welchen, Hauptsache nicht den Adobe Reader. Der hat so viele Sicherheitslücken. Und da seid ihr mit jedem anderen Produkt besser geschützt und es gibt genügend Alternativen. Ganz wichtig, Browser-Sicherheit, updatet eure Browser. Java ist auch so ein Kandidat, der mir tierisch auf den Sack geht, wenn ich das mal so sagen kann. Wer nicht weiß, wofür Java auf einem Rechner installiert ist, schmeißt es runter. Einfach runter damit, ist eine riesen Sicherheitslücke, falls ihr Java trotzdem braucht für Minecraft oder irgendwas, aktiviert es nur in einem Browser, aber ansonsten in allen Plattformen deaktivieren. AV is dead. Kommen wir zur Antivirus-Geschichte. Das bleibt natürlich nicht aus. Antivirenschutzlösungen sind wichtig. Der ein hochrangiger Chef von Symantec. Symantec ist ein riesen AV-Unternehmen. Hat mal gesagt, AV is dead. Was er eigentlich gemeint hat, ist der klassische Virenschutz. Sag ich mal, der einfach nur stumpf nach Dateien guckt und guckt, kenne ich die nicht, der ist tot. Das ist richtig, aber die heutigen Virenschutzlösungen, die können alle mehr. Die gucken nach Verhalten, die haben sichere Banking-Module drin, die gucken nach Schwachstellen, die gucken, ob eure Software aktuell ist und das ist einfach viel mehr. Warum ist es noch relevant? Gucken wir uns mal die Statistik an, wenn man hier mal guckt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das sind die Schadprogramme, die G-Data, das ist ein AV-Hersteller, von 2007 bis 2017 gefunden hat. Und hier sieht man ganz deutlich, dass wir 2017, das war jetzt schlecht, 2017 erwarten wir 7,4 Millionen Schadprogramme. Ja, warum ist das so? Es wird immer einfacher. Heutzutage kann man sich so ein Virus Toolbox-mäßig innerhalb von mehreren Minuten einfach zusammenklicken. Das ist alles kein Ding und deswegen gibt es auch immer mehr Malware. Und das übrigens auch im Mobile-Bereich, also Android ist da sehr betroffen. Wie sieht denn so eine Sicherheitslösung aus oder wie kann ich mich orientieren? Was kaufe ich denn für einen Virenschutz? Ich habe für mich mal so ein paar Kriterien herausgestellt, zum Beispiel hat der Virenschutz aktuelle Schutzmechanismen? Ja. Dann ist die Erkennungsrate einigermaßen gut, da gibt es Webseiten, da kann man das schön nachvollziehen. Habe ich Vertrauen in den Hersteller? Heutzutage mit NSA und Co. ist es auch wichtig, dass der Virenschutzhersteller nicht nur zu einem größeren Risiko auf dem System wird, als eigentlich die aktuelle Bedrohung. Datenschutz. Schickt er jeden Mist irgendwo in die USA oder sonst wohin, wo ich es vielleicht nicht haben möchte, sollte man auch darauf achten. Und natürlich nicht zuletzt für alle Gamer auch relevant, die Performance. Also wenn mich das Ding total ausbremst, ist es Schrott. Aktuelle Beispiele gehen wir mal in Richtung Ransomware. Das sind sogenannte Verschlüsselungstrojaner, haben wir ja auch in der Presseschau vorhin kurz gesehen. Da wird der Rechner eben verschlüsselt, da kommt man dann nicht mehr an seine Daten heran und soll dann sich eben freikaufen. Das Ganze kostet meistens ein paar Bitcoins, ein Bitcoin ist im Moment so ja, bei 1000 Euro aktuell, den aktuellen Kurs habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm und damit verdienen die eben ihr Geld und es lohnt sich auch wirklich. Da empfehle ich nicht bezahlen, sondern vorbeugen, wir haben es ja gerade gesehen, was könnt ihr alles machen, zum Beispiel Backup, das ist ein ganz einfaches Mittel, es nervt, ich weiß, aber die Daten nochmal irgendwo hinlegen, auch als YouTuber ist es immens wichtig, dass ich irgendwo ein Backup habe oder das zumindest nochmal in die Cloud spiele. Ich bin kein großer Freund von irgendwelchen Clouds, aber wenn ich das verschlüssel, zum Beispiel bei Dropbox hochlade, dann habe ich immer ein Backup. Bei Dropbox ist es so, dass auch immer mehrere Versionen aufgehoben werden. Also wenn irgendwas verschlüsselt wird, kann ich jederzeit wieder zurückgehen. Ist eine super Geschichte, kann man dafür wunderbar verwenden. Die CT, das ist eine Zeitschrift, die haben immer gesagt, kein Backup, kein Mitleid, da muss ich denen leider recht geben. Und wir gucken uns jetzt auch mal an, ich habe ja eingangs versprochen, wir gucken mal an die dunkle Seite des Internets, ins Darknet, wie es so schön heißt. Lohnt sich sowas überhaupt und wie funktioniert sowas eigentlich?
Und hier sehen wir mal von einer sogenannten Ransomware mal die Darknet-Website. Also wir sehen hier einmal, die haben einen Shop, die haben einen Support und hier könnte man sich dann freikaufen, dass man wieder an seine Daten drankommt. Und die sind sogar so pfiffig, die chatten sogar mit mir. Also ich kann fragen, Mensch, lieber Hacker, warum hast du denn meinen Rechner verschlüsselt? Ja, sagt er, ja, weil ich es kann. Und da kann man dann auch noch fragen, wie kann ich mich denn wieder entschlüsseln? Also richtig professionell. Und dann könnte man jetzt auf die Idee kommen, sag mal, das kostet ja immens Geld. Rechnet sich das denn? Wir haben mal nachgehakt. Hier sieht man mal kurz überschlagen, was kostet denn so einem Hacker sowas? Also mittlerweile sind es richtige Dienstleister im Darknet, die das anbieten. Die sagen, okay, du willst ein Virus online bringen, kein Problem, wir helfen dir dabei. Das Ganze kostet im Monat für den Payload, das ist sozusagen das Hosting, da liegt die Datei auf irgendeinem Server, $3000. So. Dann haben wir hier die Pflege. Das heißt also, wenn der Virus erkannt wird auf AV-Systemen, dann wird er immer wieder erneuert. Das macht auch der Dienstleister. Da braucht sich der Hacker nicht drum zu kümmern. Das wird alles von einem Dienstleister gemacht. Und das Exploit-Kit, Exploits haben wir vorhin gelernt, sind Sicherheitslücken. Dieses Exploit-Kit kostet mich $500. Dann komme ich im Endeffekt so auf knapp $6000. Wenn ich jetzt rechne, dass 20% aller Infektionen bezahlen, weil sie eben sich nicht richtig schützen, und dann mal rechne, was die bezahlen, also mindestens €300, also der letzte Fall vor 2 Wochen, der lag so bei €300, dann kann man sich vorstellen, dass bei der Streuung, und wir reden da wirklich von Tausenden, Millionen von Rechnern, die infiziert sind, dass es sich dann durchaus lohnt. Und das Ganze, dass es so ein, ja wie soll ich sagen, ein Geschäftsmodell ist, sieht man auch schön an diesen Screenshots. So sieht nämlich die Admin-Oberfläche aus. Wenn ich bei so einer Agentur mir so eine Malware einkaufe, dann sehe ich hier unten schön, wie weit ist es denn verbreitet, auf welchen Systemen ist es denn, in welchen Ländern ist meine Malware denn aktiv, wie oft wurde sie denn runtergeladen. Also man hat da richtige Statistiken, man merkt, das wird richtig professionell, das Ganze. Und das ist einfach die Gefahr und dagegen muss man sich einfach schützen. So. Im Großen und Ganzen, ich wollte ja auf die Tube drücken, war es das auch schon. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne stellen. Ansonsten entlasse ich euch. Ich stehe natürlich auch weiterhin zur Verfügung. Wir mit Kurs4U, wir machen nur so einen Kram. Wir sind keine durchgehenden Nerds, aber wir machen halt auch sehr viel Tech. Und da bin ich eben sozusagen der IT-Security-Fuzzi. So, vielen Dank und schönen Abend noch.